Von Amts wegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Gleiches Recht für alle, so ist die heutige Folge überschrieben. Und wenn ich gerade ausschaue, dann sehe ich nicht nur ein Mikrofon, ich sehe auch Gabriele Maschke. Hallo Gabriele. Hallo Matze. Ich sag aber weiter Gabi, weil das so das drin ist. Das wäre nett. Gabriele hat mich nur meine Mama genannt, wenn ich was ausgefressen habe. Genau, ich habe das tatsächlich, ich habe dich auch immer voll unter Gabi abgespeichert. Ne? Ja. Eben nochmal aufgefallen, doch tatsächlich Gabriele. Ich habe nochmal in deine E-Mail-Adresse geguckt, ob das wirklich so ist oder ob du einfach wirklich Gabi heißt. Also Gabi, auch wenn mir hier technisches Gerät ein Stück weit die Sicht versperrt, verstecken musst du dich sicher nicht, auch mit deiner Aufgabe nicht. Ansonsten wärst du ja auch nicht hier. Ne? Und erzähl mal bitte, wer bist du? Was hat dich dazu getrieben, ja, dein Leben wegzuwerfen und in die Verwaltung zu gehen? Also, ich habe mein Leben nicht weggeworfen, sondern ganz ehrlich, sehr bereichert. Ich habe vor 20 Jahren eine Anzeige in der Zeitung gelesen und es wurde eine ehrenamtliche Frauenbeauftragte gesucht. Und ich habe gedacht, das hört sich sozial an, Frauen fragen, die haben bestimmt Probleme und das mache ich. Das habe ich dann auch ein Jahr gemacht und habe dann festgestellt, ich kann den Frauen ja nicht sagen, sie sollen hauptamtlich arbeiten, um sozialversicherungspflichtig zu sein und selber ehrenamtlich arbeiten. Ja, stimmt. Ja, also nach einem Jahr wurde das dann hauptamtlich, aber es gab schon durch meine Vorgängerin einen Frauenstammtisch mit sehr, sehr provokanten Frauen, die auch in der Stadt schon immer viel gemacht haben. Und die haben gesagt, wir wollen eine hauptamtliche Frauenbeauftragte. Und dann bist du das geworden. Wie ist das denn? Ich meine, jetzt sind wir schon gleich so drin, ne? Aber wie ist das denn? Muss man als Stadt oder als Kommune eine Gleichstellungsbeauftragte, wie ja heute dein Titel ist, oder damals Frauenbeauftragte, muss man das haben? Also damals musste man haben eine Ehrenamtliche. Heute ist es anders, weil wir Stadt Geestland sind und über 30.000 Einwohner haben und da ist eine Gleichstellungsbeauftragte, so heißt es heute, Pflicht. Früher war ich die freiwillige Leistung. Es war auch immer nicht nett in Ratssitzungen, wurde ja immer entschieden, gibt es die noch oder wird die wieder ehrenamtlich, so wie meine Vorgängerin das hatte. Okay, und was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, Mensch, das Thema interessiert dich ja irgendwo, aber man fängt sowas ja nicht einfach so aus der hohlen Hand an, oder? Was hast du vorher gemacht? Ich war jahrelang Chefsekretärin in Hannover, in Stuttgart und dann auch kurzzeitig in Bremerhaven und wollte mal ganz was anderes machen. Du bist also da rumgekommen tatsächlich, ja. Ne? Ja, super, dann bist du ja auch Organisationstalent wahrscheinlich. Als Chefsekretärin, ansonsten hättest du den Job wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Das passt ja bei deinem jetzigen Aufgabenfeld. Ja. Auch sehr gut, ne? Ja, wunderbar. Guck, da sind wir schon da. Und ich glaube, viele Menschen, zumindest hier in Geestland, kennen dich. Nicht nur an den super geilen Schuhen, muss ich mal sagen, die du immer trägst. Immer so knallige Farben. Ne? Ich bin da totaler Fan. So gerne mal gelb oder so. So Boots hast du auch mal an. Kann das sein? So Boots? Ja, also ich habe wirklich sehr viel verschiedenfarbige Schuhe. Ich habe schon mal zu einer Dame gesagt, irgendwann ist es soweit, das ist besser, man hat ein Alter, da guckt man besser auf die Schuhe als nach oben. Oh Gott, so. Gabi, nochmal zurück, verstecken brauchst du dich nicht. Also, du Danke, brauchst dich wirklich nicht, das wollte ich hören. Du brauchst dich nicht zu verstecken, genau. Also, bei den Schuhen, da bekommt man ja gleich gute Laune, das liegt aber nicht nur daran, ich glaube, die Zuhörerinnen, Zuhörer haben das jetzt auch schon gekriegt, du bist ja eigentlich immer gut gelaunt. Also schlecht gelaunt habe ich dich, glaube ich, noch nie erlebt. Ich bin jetzt auch schon 6 Jahre hier. Du bist nicht so der Typ für Depression oder schlechte Laune, oder? Nee, überhaupt nicht. Mein Glas ist immer halb voll. Punkt. Ja, guck mal. Es gibt immer irgendwas Positives. Jeder Vorteil hat einen Nachteil, aber eben jeder Nachteil hat auch einen Vorteil. Ja, das kann man so als Konfuzius-Weisheit da hinten abspeichern. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Thema dieser Folge. Du hast es eben schon ordentlich angerissen. Gleiches Recht für alle. Du bist die kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Du hast gerade schon erzählt, über 30.000 Einwohner haben wir. Da hat man so eine Stelle zu haben. Fangen wir mal ganz, ganz krawallig
gleich war an. Wir hatten ja vorher schon mal kurz gewitzelt. Wir haben hier in der Verwaltung Frauenmajorität. Wir haben ab Oktober mit Gabi Kasten sogar eine Frau in der direkten Verwaltungsspitze. Außerdem ja, füllt sie auch noch den Pool der Gabis auf, ne? Das muss man ja auch sagen. Was hast du dann noch zu tun? Ist doch alles erledigt. Also Haken hinter, Gleichberechtigung erfüllt und du kannst nach Hause gehen. Ja, das hättet ihr wohl. Ja. Nein, also ich werde bleiben und ich bin der Meinung, wir haben noch längst nicht alles. Ich muss aber zugeben, dass wir in der Stadt Geesland wirklich ein Leuchtturmprojekt sind, weil wir in allen Führungsetagen haben wir also wirklich Parität, was aber leider sonst nicht so ist. Gucken wir uns mal den Stadtrat an. Wie viele Frauen, wie viele Männer? Das ist das Thema. Die Gleichstellungsbeauftragte ist ja nicht nur für die Stadt Geesland, für die Verwaltung zuständig. Nein. Also sie Politik und vor allen Dingen auch nach außen hin. Es sind nicht alle im Unternehmen, wenn man hier die Wirtschaft anguckt, dass es so paritätisch ist wie bei uns. Also wir sind hier wirklich ein Leuchtturm. Und von daher bin ich der Meinung, es gibt hier noch einiges zu tun. In den Verwaltungen ist es eigentlich üblich, aber nur in den unteren Hierarchien, dass Frauen mehr da sind als Männer. Das liegt aber auch daran, weil zum Beispiel bei den Erziehern hätten wir Gleichstellungsbeauftragten gerne mehr Männer. Jede dritte Ehe wird geschieden. Alle Kinder haben mehr mit Frauen zu tun in den Grundschulen. Lehrerinnen, Frauen. Also ja, großer Überschuss, ne? Ja. Das wünschen sich, glaube ich, auch da mehr ja, Männer, ne? Und wenn irgendwo in einem Kindergarten ein Mann, es wird immer erzählt, mit dem wird dann ordentlich getobt und gerauft, weil Gleichberechtigung heißt ja nicht, dass Männer und Frauen nun gleich sein sollen. Das wäre ja auch ziemlich langweilig, da hätten wir auch keinen Anziehungspool mehr. Aber es geht ja darum, dass es schon so ist, dass Männer mehr toben und Frauen mehr für Schmusen sind. Und von daher ist unsere Gesellschaft im Moment gar nicht so richtig gleichberechtigt, gleichgestellt. Ich habe es mir eben verkniffen zu sagen, dann kannst du auch nach Hause gehen, nach dem Motto in Klammern, wo ihr Frauen ja auch hingehört. Ne? Das ist ja so ein Herd. So hätte ich mir wahrscheinlich sofort zu Recht eingefangen. Aber ich merke schon, meine unüberlegten Einlassungen hier verfangen hier nicht. Nö. Gut, aber dann zwingst du mich jetzt zu einer ganzen Kette von Totschlagargumenten. Pass auf. Dachte ich mir. Bundeskanzlerin. Wir zeichnen im Vorfeld auf, die Folge wird ja im August jetzt ausgestrahlt, aber wir zeichnen ja schon Anfang Juli auf, deswegen vielleicht bald EU-Kommissionspräsidentin und vielleicht auch bald EZB-Vorsitzende. So, jetzt musst du aber die Segel streichen, ne? Also wenn du mir jetzt noch sagst, Frauen seien hier unterrepräsentiert. Ja, nur weil wir eine Bundeskanzlerin haben. Matze, hast du schon mal geguckt, wie viele im Bundestag an Frauen sitzen? Boah, viel zu wenig. Wie viel hier im Landkreis sitzen? Genau dasselbe, wie ich eben schon sagte, bei uns in der Stadt Geesland. Und nur, weil man da mal eine Frau hat, das klappt nicht. Ja, das ist ja das Ding dabei. Ne? Manchmal, ich muss ja so ein bisschen sticheln, ne? Ob es meine Meinung ist oder nicht. Ne? Das ist ja was anderes. Aber erzähl mal, woran kann das liegen, dass wir da gerade auch Frauen und Politik hast du jetzt angesprochen oder auch eben in den Führungsetagen. Wo ist da das Problem? Gerade Frauenpolitik vielleicht, wieso ist das so, dass auch in den Ortsräten, da geht es ja schon los, dass da weniger Frauen sind prozentual als Männer. Hast du da einen Ansatzpunkt? Also das große Problem ist einfach, dass heute noch die Frauen, wie du schon vorhin sagtest, ich wollte nicht provokativ sagen, geh nach Hause, aber es ist heute in vielen, vielen Haushalten immer noch so, dass die Frau, die Hausarbeit übernimmt, die Kindererziehung übernimmt, die Pflege übernimmt und daher sehr, sehr wenig Zeit noch hat und eigentlich nur einen halben Tag arbeitet. Und ich weiß von vielen berufstätigen Frauen, die dann auch später erst ehrenamtlich tätig werden können, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und da, Matze, ich hoffe, dass es bei euch zu Hause anders ist, sind natürlich die Männer gefragt. Und das ist ein Umdenken. Die Gesellschaft denkt immer, ja, die Frau arbeitet einen halben Tag. Das geht heute gar nicht mehr. Bei Trennung,
wie sollen die Frauen leben? Sie kriegen jetzt nicht mehr das Geld, oh ja, was der Mann hatte. Sie kriegen den Unterhalt nicht mehr so lange. Mhm. Oder nachher als Witwen, selbst wenn sie sich nicht trennen, als Witwe. Die Männer kommen heute schon ganz, ganz schlecht zurecht mit ihren Renten. Das ist heute so, das Rentensystem ist von der Gesellschaft gewollt. Aber die Frauen, wenn die nicht arbeiten und dann nur 50% kriegen, wo die Männer schon nicht mehr von den Renten für die Familie leben können, wie soll das gehen? Ja, da sind wir, da haben wir tatsächlich eine Lücke. Ne? Das eine große ist ganz Lücke. Extrem. Ja, das ist so. Ich habe letztens auch noch was dazu gelesen mal. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal so am Rande uns mal ganz kurz drüber unterhalten. Auch von wegen Frauen in die Politik. Mhm. Das war mir fast schon wieder zu schwarz-weiß. Aber vielleicht hängt da ja auch irgendwo ein Kern drin, dass Frauen A, wie du sagtest, erstmal das Ding haben, dass sie erst später da anfangen, weil sie nebenbei eben mit Kindern oder auch mit Pflege zu tun haben. Und dass sie oftmals keine Lust haben auf dieses, diese Kraftmeierei, sag ich mal, wenn sie mit lauter Männern da zusammensitzen. Hast du sowas auch schon gehört? Oder ist das zu schwarz-weiß, zu Männer-Frauen-Denken? Männer sind so, Frauen sind so. Also man muss sagen, Frauen haben mir schon erzählt, die also parteipolitisch, es gibt jetzt ja das Mentoring-Programm, ja. Das wird wieder gefördert von dem sächsischen Ministerium. Haben wir auch auf unserer Homepage, wer sich da informieren will, unter dem Punkt Gleichstellungsbeauftragte. Sehr gut. Ja, das Mach hast du mir ja zugeschickt. Danke dir. Nur der kleine Service-Hinweis. Und es ist einfach so, dass die Frauen dann sich sehr viel Mühe geben. Sie lassen sich auch gut ausbilden, werden gut ausgebildet von den Männern, aber sie kriegen die Listenplätze nicht. Es heißt zwar immer, ja, 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 aber überleg mal selber. Wir hatten jetzt ja erst Wahl. Wo hast du die Frauen gefunden? Die Männer sind wesentlich bessere Netzwerker als Frauen. Das muss man einfach so sehen. Und wenn man dann in die Listen guckt, dieses Mentoring-Programm gab es schon mal vor vielen Jahren, die Frauen haben einfach nicht die Listenplätze. Und wenn sie sich dann schon aufraffen und sagen, Mensch, ich mache das noch zusätzlich. Viele Frauen, die berufstätig sind, Kinder haben, sagen, ich schaff's abends noch nicht mal zum Sport. Gibt es dann Frauen, die das machen, die müssten wesentlich mehr unterstützt werden, weil die Männer sind da freier. Du wirst auch in Vereinen, die Vorsitzenden sind immer Männer. Warum? Die Frauen sind nicht dümmer. Dann heißt es immer bei den Gleichstellungsbeauftragten, die Mädchen machen viel bessere Abschlüsse. Ja, da sind sie auch noch alle ungebunden. Aber was machen sie dann, wenn sie älter sind? Ja, tatsächlich. Da bin ich in meinem Studium mit meiner Dozentin für Politikwissenschaft halb aneinander geraten. Da ging es damals um Gesine Schwan oder Horst Köhler als Bundespräsident, Bundespräsidentin. Und da habe ich mich dazu verstiegen zu sagen, gut, es soll ja irgendwo auf die Kompetenz ankommen. Aber ihr war es ganz wichtig, dass es eine Frau wird. Das konnte ich aus meiner Sicht mit meinem Y-Chromosom, kann ich immer locker auf die Kompetenz verweisen. Ne? Im Endeffekt, jetzt werde ich mal ganz ketzerisch, welche Kompetenz brauchst du als Bundespräsident? Ne? Das ist im Endeffekt, musst du präsidial sein. Aber ihr war das ganz wichtig, zu sagen, ja, auch, da hat sie auch darauf verwiesen, dass Frauen ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich mittlerweile, deutlich bessere Uni-Abschlüsse machen, es machen viel mehr Frauen auch Uni-Abschlüsse als Männer, sind eigentlich besser ausgebildet und dann... Dann kommt der Knick. Dann kommt der Knick, ne, dann ja. mit Pech, sag ich jetzt mal, kommt ein Kind und dann bleibt die Frau zu Hause. Mhm. Mit Pech auch deshalb, weil die ja erstmal für den Arbeitsmarkt dann verloren ist. Und dann hat man eine so hoch ausgebildete Person, wo Geld in die Ausbildung gegangen ist und die betreut dann 4-5 Jahre die Kinder, wenn's für die Gesellschaft, sag ich jetzt mal, schlecht läuft, wenn wir das so wollen, fürs Kind vielleicht gut. Da streiten sich ja auch die Geister oder scheiden sich die Geister. Ja, das ist wahrscheinlich ein Prozess, das kann man ja auch nicht von heute auf morgen irgendwo drehen. Ne? Nein, und deswegen Vereinbarkeit Beruf und Familie ist total wichtig. Wenn es so weit kommt, dass auch wirklich Kita-Plätze da sind, dass Hortplätze da sind, ich denke, dann wird sich das schon verändern. Aber die Frauen, die sagen natürlich auch, ich möchte hochqualifiziertes Personal. Wenn ich jetzt nicht zu Hause bleibe, bin hochqualifiziert, möchte ich schon, dass meine Kinder, so wie die in die Krippe kommen, in die Kita, in den Hort, dass sie auch da sehr gut betreut werden. Ja, das geht mir ja genauso, ne, als Vater. Ja, ja. Aber das Problem ist, man kann es immer lesen, auch da sind wir in der Stadt Geestland gut aufgestellt. Wo sollen die Kinder hin? Und wo gibt es die Erzieherin? Und wo gibt es das Pflegepersonal? Auch ein gesellschaftliches Problem. Absolut. Wieder absolut. Politisch. Wir sind jetzt gerade so schon auf der ganz großen
politischen Bühne. Kommen wir mal kurz zurück auf deinen Job. Du bist Gleichstellungsbeauftragte, wie jetzt schon mehrfach erwähnt. Und ich sage das ja dauernd, ne? Als ob man das so rausstellen muss. Du hast vor 20 Jahren hier angefangen, sagtest du. Gab es da irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest? Oder war das so, hey, cool, dass wir das haben? Oder wurde es erstmal komisch angeguckt? Was will die Olle Emanze jetzt hier? Ja, genau. Na klar war das so. Also ich war ein Jahr Frauenbeauftragte, ehrenamtlich und habe dann gesagt, nö. Und ich hatte als Gleichstellungsbeauftragte, gibt es auch keine Parteipolitik. Und ich war da auch noch nie in dem Bereich. Aber man sagte sich, warum soll ich jetzt eine bezahlen? Die kostet nur Geld. Ja. Und ehrenamtlich, das läuft doch. Und von daher war das natürlich auch nicht so toll, als ich sagte, nö, mit mir nicht mehr. Und die Parteien haben sich dann auch ein bisschen schwer getan. Also eine Gleichstellungsbeauftragte wird durch den Rat gewählt. Also ich werde nicht ganz normal eingestellt, wie hier durch Personalrat, Personalabteilung und. Und man hat sich gesagt, die kostet ja richtig Geld. Also von daher hatte ich schon so das Gefühl, jetzt muss ich mich jetzt schon dafür schämen oder wie? Und dann musste ich ja auch ein Büro haben. Vorher konnte man mich zu den sogenannten Sprechstunden mal hier hinsetzen und mal da hinsetzen. Aber, ach Gott, jetzt will sie auch noch ein Büro, ne? Sie kostet Geld, sie will ein Büro. Und das ist ja fürchterlich. Ja. Eine Anspruchshaltung. Ja, und ich muss sie auch noch einladen. Also Personalgespräche müssen grundsätzlich geführt werden. Also Einstellungsgespräche mit der Gleichstellungsbeauftragten, Verwaltungsausschuss, Sitzung ist für mich eine Pflichtübung, genauso wie die Stadtratssitzung. Was erfährt die alles? Also beliebt war ich nicht. Ja, super. Hast du da Unterschiede gemerkt, dass Männer da anders reagiert haben als Frauen? Weißt du, ich gehe da jetzt mal darauf ein, weißt du, dass Männer sich eher angegriffen gefühlt haben? So dieses, jetzt ist die da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Ja, ja cool. Es war so, ein Stadtrat, ein Herr sagte dann, oh Mann, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ich das in Ordnung finde, ne, dass Sie jetzt hier sitzen, aber ich kann wieder einkaufen gehen, ohne von den Frauen angesprochen zu werden. Jetzt nehmt doch mal endlich eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Mein Einkaufen ist durch Sie leichter geworden. Naja, sag ich, dafür sehen Sie mich jetzt hier. Naja, sagte, aber es ist einfacher als mit den anderen stets beim Einkaufen. Tatsächlich? Ja, das war so. Das ist ja schön, aber auch, dass da so ein Bewusstsein hier war, ne? Dass wir brauchen eine Hauptamtliche. Aber das muss ich dazu sagen, das hat meine Vorgängerin, die also hier direkt in der Verwaltung gearbeitet hat und auch erst hauptamtlich, dann ehrenamtlich, aber die hat den Frauenstammtisch hier gegründet in der damaligen Stadt Lang. Und das sind Frauen, die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, sind meist Zugezogene gewesen und die wollten was verändern. Die kamen aus Großstädten und die wollten eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Jetzt hast du den Frauenstammtisch gerade so ins Spiel gebracht. Wie geht das vonstatten? Was ist der Frauenstammtisch und wie hängst du da mit dran? Also ich habe ihn übernommen. Also es gibt Mütter, muss man dazu sagen, so wie Heidrun Kreuzer-Großmann ist also die Mutter des Frauenstammtisches. Mhm. Mit Frau Dr. Graf, mit Sigrid Glandorf, die haben damals angefangen, sie wollten was verändern mit Frau Röhrmann. Und da ging es schon mal los, dass sie gesagt haben, hier ist keine Kultur. Eine kam aus Hannover, kommt sie immer noch, eine aus Köln, die andere aus der Nähe von Düsseldorf. Und die haben gesagt, man muss hier doch auch mal was machen. Ja gut, da muss ich mal eben kurz als langjähriger Braunschweiger mal eben sagen, wenn Hannoveraner mir was von Kultur erzählen wollen. Ja, da regt sich mein innerer Braunschweiger Löwe. Da erstmal. So, aber nur mal so kurz die Feindschaft zwischen den Städten. Also so bitte, das war. Ja, also die kamen aus größeren Städten und wollten hier einfach noch was verändern. Die haben also schon, das war vor meiner Zeit, ein Kulturspektakel initiiert. Das waren Frauen, die zu Hause waren, weil eben keine Kinderbetreuung da war. Die eine ist also Ärztin, die andere ist Juristin und die dritte ist Bankerin gewesen. Aber sie sind zu Hause geblieben, weil wir damals Vereinbarkeit, Beruf und Familie gab es hier noch nicht. Da sind wir eigentlich wieder da, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Ja, hochqualifizierte Frauen, die dann zu Hause bleiben. Ja, ja.
Und die haben dann gesagt, also sie wollen jetzt was verändern. Und die haben gesagt, Mensch, wir gucken mal, wir wollen hier auch einkaufen, was gibt es da? Die haben richtig Umfrage gemacht im Lindenhof. Und die waren echt toll. Und die haben dann, als ihre Frauenbeauftragte plötzlich ehrenamtlich wurde, die waren auch richtig sauer. Und dadurch, dass sie ja auch von niemandem abhängig war, auch sie waren und sind bis heute nicht parteipolitisch tätig. Und die haben gesagt, also das mischen wir jetzt mal richtig auf. So ist mal der Frauenstammtisch entstanden. Dann haben sie gesagt, ja, wir treffen uns alle 8 Wochen. Weil wir natürlich auch nicht so viel Zeit hatten. Und dann gucken wir mal, was wir verändern können, wie wir Frauen helfen können oder was können wir bewegen. Und wann und wie trifft sich der Frauenstammtisch, falls jemand, der es hier hört, Interesse hat, da mal an vorbeizuschauen? Ja, also wir treffen uns alle 8 Wochen. Inzwischen habe ich eine Anschriftendatei, kann man schon sagen, von über 600 Adressen. Wir sind da hier auch Geestland und auch in Bremerhaven, wir sind da einfach einmalig. Wenn ich jetzt irgendwas verbreiten will, brauche ich das nur über die Adressen. Bei den 600 Frauen kommen nicht immer alle, das ist klar. Logisch. Aber wir treffen uns alle 2 Monate, an jedem Dienstag im ungeraden Monat. Manchmal ist es auch ein anderer Termin, aber die Frauen werden immer schriftlich darauf hingewiesen. Ich wurde auch schon mal gefragt, kann man das nicht per E-Mail? Aber wir haben auch ganz viele Frauen, ich selber gehöre auch dazu. In die dienstliche E-Mail gucke ich jeden Tag. In meine private würde ich nicht jeden Tag gucken. Und die kriegen noch die Einladung und können sie ganz einfach an den Kühlschrank pinnen. Super, also das heißt, wenn jemand Interesse hat, einfach an dich wenden und dann kommt man gleich in den Verteiler und dann kann man sehen, wie man sich da beteiligt. Wir versuchen das also auch in der Zeitung, erscheint das auch immer. Wir haben auch immer interessante Themen. Wir haben also Referentinnen, wo ich schon immer sage, Mensch, die bringen ihren eigenen Fanclub mit. Es gibt so Themen, da kommen wirklich 50, 60 Frauen. Wir haben Fragen zum Thema Kinderbetreuung, hatten wir immer. Wir hatten individuelle Gesundheitsleistungen, die IGE-Leistung, wo jeder sagt, oh, jede Frau kennt das, sie sitzt irgendwo, machen wir das jetzt noch, machen wir das nicht, ist es Geldschneiderei oder bringt mir das was, kennen alle. Dann haben wir, ich darf so sein, wie ich bin. Jede Frau hat das Gefühl, sie muss toll sein. Ja, die Frauen müssen heute, wenn möglich, den ganzen Tag arbeiten. Sie müssen Kinder erziehen. Sie müssen natürlich ehrenamtlich tätig sein. Und sie dürfen auch nicht vergessen, dass es bestimmt noch eine pflegende Verwandte gibt. Also von daher waren da natürlich auch ganz, ganz viele. Dann Konflikte erkennen und auch lösen. Ich meine, die haben wir alle, ob wir arbeiten, ob wir privat sind. Ich meine, sonst gäbe es nicht so viel Nachbarstreitigkeiten zum Beispiel. Ja, das fällt mir gerade dazu ein. Dann hatten wir Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, nachdem dann in der Presse war, dass in Köln so viele Silvesternachtfrauen belästigt wurden. Wir hatten, warum macht ein Bleistift im Mund fröhlich? Es ist schon was anderes, wenn man einen Bleistift im Mund hat und muss dann sprechen. Ach so. Also es war eine Referentin, die war richtig toll. Man konzentriert sich dann mehr auf den Bleistift als auf den Text und ist auch freier. Also das war auch ganz spannend. Dann hatten wir natürlich Burnout. Dann fragte ein Mann nach, ob er kommen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, das tut mir leid. Sie sind aber doch Gleichstellungsbeauftragte. Ja, sage ich, aber beim Burnout, bei Frauen, das ist was anderes als bei Männern. Aber ich mache dieselbe Veranstaltung auch gerne mit Männern. Aber die Referentin muss auch bezahlt werden. Wenn Sie sagen, 10 Männer, das reicht mir. Melden Sie sich, natürlich mache ich auch alles für Männer. Manchmal machen wir was zusammen, aber immer klappt es nicht. Du hast das gerade schön rübergebracht und auch die Frage von ihm, Sie sind ja Gleichstellungsbeauftragte. Du hast vorhin Beruf und Familie auch mal angesprochen. Das ist für mich als Vater auch wichtig. Wir in der Stadt machen das, glaube ich, hier auch ziemlich gut als Arbeitgeber. Bist du da auch irgendwie eingebunden, dass das läuft? Ja, als damals die Hertie-Stiftung das vorgestellt hat, als unser Auditor das vorgestellt hat, da sagt man natürlich, die Gleichstellungsbeauftragte muss auch bei dem Arbeitskreis dabei sein. Ja, ich bin von Anfang an dabei. Okay, und wie hat man da Einfluss? Wie läuft das? Also musstest du da auch auf Dinge vielleicht hinweisen, die so von der Verwaltungsspitze vielleicht nicht gesehen wurden oder die sie auch gar nicht sehen konnten, weil sie natürlich auch ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Ne? Das ist jetzt ja gar nicht das Ignoranz. Das ist schon wahr. Aber wir haben natürlich hier im Hause, also ich habe nicht die Weisheit gefressen, das maße ich mir auch nicht an. Wir haben hier sehr viele Frauen, die sehr engagiert sind, die eben auch höhere Posten besetzen. Und wir haben Sachbearbeiterinnen, die sehr, sehr aktiv sind und die sagen, hallo, also es wurden
alle mitgenommen. Dadurch wurde bei uns die Telearbeit eingeführt. Die gab es hier vorher auch nicht. Also ich denke, es geht immer nur alles zusammen. Und jeder muss sagen, ah, da ist es bei mir ein bisschen enger. Und nur wenn jeder das sagt, können viele Probleme offengelegt werden. Und das kann ich nicht alleine. Gott sei Dank sind wir hier ein gutes Team. Also es müssen schon alle mitmachen, sonst klappt es nicht. Aber es ist ja wichtig, dass jemand die Fäden in der Hand hat. Ne? Sonst, weißt du, dann fusseln die irgendwo aus und keiner macht so richtig. Aber wenn man einen Ansprechpartner hat, ist ja. Das natürlich schön. So soll das sein. Es klang schon so ein bisschen durch. Die Themen sind trotz Gleichstellung immer noch eher Frauenthemen. Ne? Das liegt aber natürlich auch in der Natur der Sache, weil die Frauen kriegen die Kinder. Genau, das liegen andere Probleme. Ne? Da ja. liegen, das heißt Probleme, das hört sich immer so belastet an. Andere Herausforderungen dann mit der Situation, auch mit der gesellschaftlichen Situation umzugehen. Denn die Gesellschaft ist ja immer noch patriarchisch. Ne? Da haben wir es immer noch sehr auf Männer zugeschnitten, auf deren Bedürfnisse, deren Wege. Hast du trotzdem schon mal öfter, dass auch mal ein Mann bei dir sitzt oder sind das eher oftmals Frauen? Oftmals Frauen. Ja. Aber es kommen auch manchmal Männer. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, weil das bei mir auch so ist, ich muss darüber schweigen. Aber das kann ich ruhig erzählen, weil das ist schon viele Jahre her. Es war ein Großvater da, der gerne seine Enkeltochter einhüten wollte und seine Tochter auch nicht so die Zeit hatte. Und es war ein bisschen schwierig von den Familienverhältnissen und er hat gesagt, haben Sie nicht eine Idee, was könnten wir dann machen? Und ich sehe mich immer so als Gleichstellungsbeauftragte, ich habe also kein Studium, ich bin keine Juristin, ich bin keine Sozialpädagogin, ich bin auch keine Psychologin. Ich sehe mich eigentlich so, du hast ein Problem, du kommst zu mir und dann schauen wir mal, wer dir wirklich effektiv helfen kann. So soll das sein. Und da gab es dann auch Hilfe. Wir sind zu einer Anwältin gegangen, die gesagt haben, oh Mensch, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Und das war toll, ich konnte ihm helfen. Und das finde ich heute noch so gut, dass er sich getraut hat, weil ich zu ihm gesagt habe, das finde ich schon toll. Manche Männer gehen am Büro vorbei an der Tür und denken sich, oh, Gleichstellungsbeauftragter, das sieht jetzt komisch aus, wenn ich zu ihr komme. Aber es gibt auch Männer, die nicht unbedingt in mein Büro kommen müssen. Man sieht mich schon in der Stadt Geestland und hat dann auch Gelegenheit mal zu sagen, ne, das finde ich gut oder das gefällt mir nicht, was kann man denn da mal machen? Ja, ist das schön. Also du bist da auch ansprechbar, ne? Ja. Das ist das. Und auch, wie du sagtest, nicht nur nach innen in der Verwaltung, sondern auch tatsächlich für dafür Bürgerinnen und Bürger. Ja, dafür bin ich auch hauptsächlich da, wenn irgendwas ist. Also wenn, wir hatten schon vor Jahren, hat mal jemand gesagt, also meine Tochter wird gemobbt, was können wir denn da tun? Und wir haben dann eine ganz andere Schule gefunden, die dann auch Cybermobbing in der Aula, hatten wir einen ganz tollen Referenten und die haben das dann auch vorgestellt. Das heißt also, wenn jemand ein Problem hat und sagt, Mensch, also das ist was für die Öffentlichkeit, das betrifft nicht nur mich, das betrifft viele, dann machen wir das öffentlich. Es wird nie jemand erfahren, wer derjenige oder diejenige war, die ein Problem hatte. Aber wenn es ein allgemeines Thema ist, ist das natürlich toll, das aufzugreifen und dann irgendwann im Frauenstammtisch zu behandeln. Das muss ich jetzt auch mal sagen, also diese beiden Beispiele, die du jetzt am Ende gebracht hast, das ist jetzt ja vielleicht nicht unbedingt das, was man sich so als Aufgabe einer Gleichstellungsbeauftragten vorstellt. Also du bist da ja auch schon so ein bisschen Kummerkasten denn gerade für so weitere Themen. Ne? Das ist ja nicht speziell Frauen- oder Männerthema denn irgendwo gewesen. Ne? Nein, so soll das auch sein. Gleichstellungsbeauftragte können Projekte initiieren und das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Wir hatten schon das Bücherdrachenfest, wir hatten dann aber auch Unternehmerinnenmesse, wir haben Senioreninfobörse, wir haben Seniorengesundheitswoche und manche sagen dann, hast du denn auch was mit den Senioren zu tun? Ganz ehrlich, ist es nicht egal, ob Mann oder Frau alt oder jung ist? Gesund oder vielleicht etwas kränklich? Also das sehe ich nicht so, ich mache da nicht so viele Unterschiede. Das ist doch wunderbar. Der Gleichstellungsbeauftragte, die keine Unterschiede macht. Ich finde, das ist doch schon mal, qualifiziert dich schon mal ganz gut mit deiner Aufgabe. Ja. Ich denke, wir müssen mit den Männern schon zusammenarbeiten. Also, wir wollen hier nicht Fronten aufmachen, und das freut wir mich. Wollen sie aufbrechen. Das freut mich, sonst wäre ja schlimm, wenn du hier denn nicht zu mir gekommen wärst. Ne?
mir da irgendwie ein Stück am Chromosom fehlt, dass es nur Y geblieben ist. Ja. Also so, das ist mir übel. So, bevor wir jetzt diese Folge beenden, denn wir sind schon durch zeitlich tatsächlich. So schnell rennt die Zeit. Tempus fugit, sagt der Lateiner. Ein weiterer Servicehinweis, das wäre dann ja schon Nummer 3 heute. Alle 10 Folgen sitzt unser Bürgermeister nämlich hier und beantwortet Fragen zum Thema Verwaltung, ne? Wie arbeitet Verwaltung, oder er nimmt sich auch spezifischere Fragen an, beantwortet die dann, was weiß ich, über die hervorragenden Eigenschaften von Styropor als Dämmmaterial meinetwegen. Also egal, wozu Sie Fragen haben, Thorsten Krüger wird hier sitzen, wird Fragen beantworten. Schicken Sie diese, Ihre Anliegen doch bitte an die E-Mail-Adresse von Amts wegen@geestland.eu. Wir sammeln die Fragen dann, fassen sie zusammen und alle 2,5 Monate sitzt dann Gabi, unser beider Chef hier, und nimmt sich dieser Sachen an, so wie du gerade hier auf meine am Anfang echt spitzen Anmerkungen reagiert hast. Du hast sie aber sehr nett formuliert. Sie waren abgerundet, die Spitzen. Wunderbar. Ja, das gehört ja zum Job dazu, auch mal so Sachen vertreten, von denen man eben eigentlich nicht überzeugt ist oder die man selber nicht so gut findet. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann so auch mal beim Heute-Journal oder bei der Tagesschau, das sieht, wenn die so nachhaken und du weißt eigentlich, du merkst dann schon so ein bisschen, das ist jetzt nicht ihr Ding. Aber allein um mal wischen, die Politiker zu kitzeln, da gab es eine schöne Szene mal mit Marietta Slomka, wie sie Sigmar Gabriel da hatte. Und Gabriel ist total aus dem Knick gekommen, war stinksauer nachher. Sie sagt dann auch, das ist ja nicht meine Meinung, ich muss ja nur fragen. Dann hab ich mich so gefreut. So, also Gabi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hab zu danken, es war schön mit dir. Ja, danke, das hört man ja auch gern. Also, es ist immer schön mit mir. Mit dir auch. Gabi, mach's gut. Tschüss. Tschüss.